Schlecht geträumt, Willi? Nein, aber ich habe mich an irgendwas verschluckt. Aha. Oh, Mann. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine merkwürdige Art Humor hast, McBain? Ja, jeder. Das ist meine Stärke. Komm, verschwinden wir von hier. Es taucht sowieso niemand auf. Die werden schon noch auftauchen. Wieso? Traust du diesem Informanten? Ach, der Arsch steckt doch bis zum Hals in der Scheiße. Was hast du gegen Maury? Bisher ist er immer 100% zuverlässig gewesen. Ja, bis jetzt. Aber ich kann nicht dran glauben, an diese Eiscreme-Laster-Geschichte. Hey, Willi! Was hättest du lieber, Schokolade oder Vanille? Was hast du? Das ist nur zur Sicherheit. Wenn es dir um unsere Sicherheit geht, warum rufst du da nicht Verstärkung? Gut, der Käufer ist hier. Also rufen wir endlich unsere Kollegen. Nein, noch nicht. Warum zum Teufel nicht? Weil wir sicher sein müssen, dass sie nicht nur Cremeschnitten verkaufen. Also hör mal, hast du jemals einen Typen wegen Cremeschnitten in der Limousine zu einem verlassenen Lagerhaus fahren sehen? Hör zu, Partner. Du magst ja vielleicht kugelsicher sein, aber ich bin ein ganz normaler Mensch. Das geht schon klar. Vorangenommen bin ich nicht. Ich komme auch mit Menschen zurecht. Na, dann wollen wir mal. Alles in Ordnung? Was ist du? Montoya ist wieder im Geschäft. So viel also zu unserem Rehabilitationsprogramm. Jackie, damit wirst du eine Menge Spaß haben. Ja. Ja, Mann. Das ist es. Verdammter Mist. Was? Maury lag genau richtig. Die schieben da drin Automatikwaffen. Russische AKs, Raketen, schwere Geschütze. Kann ich es endlich Verstärkung anfordern? Willst du uns den ganzen Spaß verderben? Spaß? Ja. Du hör auf mit dem Schwachsinn. Diese AKs werden dein schönes Hemd durchlöchern, ganz zu schweigen von meinem schwarzen Arsch. Das ist das Problem mit dir. Du hast einfach keinen Spaß am Abenteuer. Verdammt, McBain, was hast du vor? Zum Teufel, McBain, lass den Scheiß! Wir sind im Geschäft. Ich wünschte nur, wir hätten jemanden, auf den wir schießen können. Mann, das wäre aber gegen das Gesetz. Wer zum Teufel ist das? Dein schlimmster Albtraum, Schnauzbart. McBain! Ja! Erst. Ich hab dir gesagt, wir brauchen Verstärkung. Ich glaube, wir haben sie weggepustet. McBain, kannst du nicht so einfach wegpusten. Nicht ran!
Ich wusste, wir hätten Verstärkung erfordern sollen. Warum lässt du mich nie Verstärkung holen? Also, schieß! Schnapp dir das Maschinengewehr! Jetzt kannst du Verstärkung rufen. Was? Runter! Taki, schmeiß ihm eine Handgranate in die Fresse! Wo sind Sie? In dem Alubehälter neben der Spüle! Hebst du das mal auf, Kumpel? Was zum Teufel ist denn? Ach, gib her! Keine Müdigkeit vorschützen. Haltet voll auf die Mitte. Ja, so ist es gut, genau. Und noch etwas näher ran. Na, wie waren wir? Großartig, ehrlich. Sieh mal, was du da angerichtet hast. Man sollte dir den Führerschein entziehen. Na, wie geht's, Billy? Ganz fantastisch. Ich habe das Patti LaBelle-Konzert versäumt. Wie wär's mit dem Üblichen, Alice? Das Übliche kommt sofort. Wirklich in Ordnung, Lieutenant? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Sind Sie sicher? Bleib dran, Frank. Okay, John. Danke. Buenas noches, El Capitan. Lass den Scheiß, McBain. Du hast mich von einem Pokerspiel weggeholt. Tja. Das erste Mal, dass ich am Gewinnen war. Sehen Sie es von der guten Seite. Sie haben mit einem Vorsprung aufgehört. Was zum Teufel ist passiert? Nun, wie Sie sehen, haben einige Verdächtige meinen Verdacht erregt. Und wodurch? Also erstens haben Sie unerlaubt mit Waffen gehandelt. Und zweitens haben Sie Eiscreme mit unerlaubten Zutaten verkauft. Ja, und drittens werden Hören Sie zu, es ist jetzt 3 Uhr morgens. Okay. Lassen Sie mich raten. Die Verdächtigen weigerten sich, mit den verhafteten Beamten zu kooperieren. Sie waren nicht gerade Demnach mussten Sie sie kaltstellen. Was, Herr McBain? Kaltstellen oder kaltgestellt werden? Das ist hier die Frage. Ich nehme an, es musste sein. Ein absolutes Muss. Ich wüsste zu gern, wie du das schaffst. Durch die Kraft des positiven Denkens. Das ist alles. Ich habe alles gegen diese Ratten ausprobiert. Aber was ich auch genommen habe, Gift, Fallen, die Biester kamen immer wieder. Also habe ich ein Stück C4 zerschnitten, es an einen Funksprengsatz gebunden und mit Erdnussbutter eingerieben. Die Biester haben es in ihre Nester geschleppt und dann, wumm. Das hat meine Nagetierprobleme für immer gelöst. Ja, ganz bestimmt. Sergeant Major O'Rourke, Spezialeinheit abkommandiert vom Hauptquartier wie befohlen, Sir. Ich bin Geheimagent Blackburn. Und das ist, wie Sie wissen dürften, General Gallo. Ja, Sir. Das ist also das Beste, das uns die Spezialeinheit bieten kann, Miles? Sieht so aus, General. Sie wissen doch, wie es um die Armee steht. Vollkommen überaltert. Also, dann wollen wir mal anfangen, Sergeant. Ja, Sir. Lieutenant? Zigarre, Sergeant. Danke, Sir. Frisch aus Kuba eingeflogen. Gentlemen, Sie können sich die 6-Uhr-Nachrichten anhören und dort mehr über unseren Status als Weltmacht erfahren, als ich Ihnen hier erzählen kann. Tatsache ist, dass die Bedrohung, mit der wir es zu tun haben, nahe ist. Zu nahe an der Heimat. Uns wurde kürzlich die Anwesenheit feindlicher Armeen bestätigt. Nur 300 Meilen südlich unserer Grenze. Einheimische? Bunt gemischt. Kubaner, Nicaragua und Araber.
Revolutionäre, Sergeant. Terroristen, die nicht nur für den Einsatz in Mexiko ausgebildet sind, sondern auch für uns hier im Gringoland. Nun, warum fliegen wir nicht einfach rüber und bomben sie in Grund und Boden? Es ist nicht ganz so einfach, Sergeant. Nein, nein, wir können nicht so offen eingreifen. Sie meinen eine geheime Operation? Ja, so ähnlich. Wir haben ein neues Spielzeug, den MBT-90, Thunder Blast. Ja, ich habe Gerüchte gehört, die Sie wohl in die Welt gesetzt haben, Sir. Dann wissen Sie auch, dass er nicht in die Hände unserer Feinde fallen darf. Es sei denn, wir wollen es. Tracy, was machst du hier? Auf dich warten. Wie bist du hier reingekommen? Oh, ich habe auch mal Detektiv gespielt, so wie du. Ja? Als du gestern Nacht geschlafen hast, habe ich deinen Schlüssel genommen und einen Wachsabdruck gemacht. Tagsüber habe ich einen Schlüssel nachmachen lassen und jetzt warte ich auf dich. Ist dir eigentlich bewusst, dass das Einbruch ist? Ja, Officer. Also verhaften Sie mich, legen Sie mir Handschellen an und führen Sie mich ab. Und foltern Sie mich langsam. Ich ergebe mich. Ich glaube, ich belasse es bei einer Verwarnung. Dieses eine Mal. Hm? Okay. Hey! Hm? Wart's nur ab. Ich werde Berufung einlegen. Gut. Hey, was machst du da drüben? Ich mach mich nur frisch. Das könntest du auch hier drin machen. Oh, nächstes Mal. Und wie war's bei dir heute? Oh, Charlie und Jimmy haben sich ziemlich in die Haare gekriegt. Wegen des Görsen-Berichts. Und Mr. Hensch musste die ganze Sache dann klären. Dann auf dem Weg nach Hause bin ich die ganze Zeit im Stau gestanden. Und als ich dann endlich zu Hause war, hat Sparky gerade meine neuen Pumps angeknabbert. Was hast du getrieben? Irgendwas Besonderes aus der Welt des Gewaltverbrechens? Nein. Das Gleiche wie immer. Dieses Land in seiner Mittagspause geschaffen haben. Musst du jedes verdammte Schlagloch treffen? Soll ich fahren? Ich komme schon zurecht, Sergeant. Typisch Frau. Sergeant, wenn ich mich nicht irre, haben wir gerade die mexikanische Grenze passiert. Das ist gut möglich, Captain. Was tun wir hier? Ist das vielleicht so eine Art Invasion? Als militärischer Berater bei Spezialoperationen bin ich nicht befugt. Zum Teufel, O'Rourke, warum sagt mir niemand, worum es hier geht? Weshalb transportieren wir dieses Ding überhaupt nach Mexiko? Das hier ist nur eine Routine-Trainingsübung. Erwarten Sie, dass ich das glaube? Eigentlich nicht. Sie wissen genau, dass wir für die Bewachung des Transports Green Berets kriegen sollten. Folgen wir einfach unseren Befehlen, Captain. Ja, Sir. Jeder auf seinen Kosten. Was haben wir denn da? Ach du dicke Scheiße.
kommenden Mexiko-Freunde. Was nun? Steigen Sie bitte aus. Geben Sie mir Ihre Waffen, oder ich bin gezwungen, Sie zu töten. Was denkt ihr? Verdammt! Eröffnet das Feuer! Lasst ihr das besser sein. Lass keinen kommen! Du magst sehr kugelsicher sein, aber vor der Liebe bist du nicht sicher. Oh, Gott sei Dank. Wer ist da? Ich weiß, dass du die 45 auf die Tür gerichtet hast, McBain. Tu mir einen Gefallen und lass sie gesichert. Was willst du, Blackburn? Wir müssen reden. Onkel Sam braucht dich. Toll! Ich bin ausgebucht. Hey, lass uns rein, oder ich lass dich vors Kriegsgericht bringen, dem du vor 5 Jahren entkommen bist. Bist du es, Tarpley? Ja, ich bin es. Bist du okay, Mike? Mir geht's gut. Ich muss nur diese Kriecher loswerden. Seid ihr immer noch da draußen? Sehr komisch. Mach jetzt die Tür auf und lass uns rein, McBain. Verdammt.
Ich hatte einen Albtraum. Ich glaube, ich habe ihn immer noch. Na, wie ist es dir ergangen, McBain? Ganz gut, bis jetzt. Zigarre? Habe ich aufgegeben. Zur selben Zeit, als ich euch aufgegeben habe. Ja, wir haben dich aufgegeben, McBain. Gleich nachdem du Benson ausgelöscht hattest. Das war nicht meine Schuld und ihr wisst es. Das ist Schnee von gestern. Wir sind Freunde, also lass uns nicht streiten. Großartig. Danke für euren Besuch. Vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Zeit zum Plaudern. McBain, du hast mir nicht richtig zugehört. Wir brauchen dich. Wir streichen dich von der Liste der Inaktiven. Ihr hört mir nicht richtig zu. Ich bin fertig mit dem Job. Ich habe genug davon. Es gibt Gerüchte, dass sie den Benson-Fall wieder aufnehmen wollen. Das könnte schlimm werden. Ihr wollt mich erpressen. Du lässt uns keine andere Wahl. Komm schon, McBain. Nur ein Auftrag und wir bereinigen die ganze Sache. Benson hat nie existiert. Die Akte wird zerrissen und du kannst so lange Zivilist bleiben, wie du willst. Dasselbe habt ihr mir vor 5 Jahren schon versprochen. Ich frage mich, welche Akte diesmal zerrissen wird. Alle Akten. Hör mir zu. Tu uns allen einen Gefallen. Mach dich fertig und komm mit uns mit. Mit euch mit? Verdammt. Ich habe Ihnen gesagt, wir seien Green Berets. Hervorragende Arbeit, Captain Pantaro. Es war mir ein Vergnügen, Colonel Cartiff. Sieh an, was haben wir denn hier? Ein Offizier der United States Army. Und ihr Spaßvögel seid ziemlich weit weg von den Küsten Tripolis. Oh, nicht so weit, wie Sie vielleicht denken. Wer auch immer Sie sein mögen, an Ihrer Stelle würde ich mich wieder unter meinem Stein verkriechen. In meinem Land hat eine Frau Respekt zu zeigen. Hör zu, du Arschloch. Wenn du mich noch einmal anfasst, wird es das Letzte sein, woran du dich erinnerst. Also, wo bleibt der geheimnisvolle Mann? Das darf nicht wahr sein. Captain McBain, es ist lange her. General Gallo. Ich dachte, Sie würden auf Ihrer Farm leben. Nein, ich bin wieder auferstanden, genauso wie Sie. Setzen Sie sich, Captain. Was ist denn das für ein Spielzeug? Der MBT-90, Codename Thunderblast, ist ein äußerst vielseitiges Angriffsfahrzeug. Besonders geeignet für die Rebellenbekämpfung.
Die Panzerung besteht aus einer neuartigen Legierung, die allem standhält. Von einer Stinger bis zu einer 10 Fuß großen Sam. Er ist absolut kugelsicher. Genau wie Sie. Großartig. Wozu brauchen Sie dann mich? Nun, gestern um ca. 9.35 Uhr wurde ein Konvoi, der den Thunderblast transportierte, in der Nähe der mexikanischen Grenze angegriffen. Und zwar von einer beträchtlichen Streitmacht kommunistisch ausgerichteter Guerillakämpfer. Und das nehmen Sie Ihnen übel, habe ich recht? Ihre Mission ist es, den Thunderblast ausfindig zu machen und zu uns zurückzubringen. Einschließlich jedes Besatzungsmitgliedes, das Sie befreien können. Ihr seid wirklich nett zu mir. Hier ist die Liste des Begleitpersonals. Verdammter Dreck. Sehen Sie nach, ob Sie jemanden kennen, McBain. Devon. Du Mistkerl. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie dabei ist? Wir dachten, das würde dich in Stimmung bringen. Sie hat dich doch früher schon in Stimmung gebracht. Das heißt, bis du Benson ausgelöscht hast. Wo zum Teufel ist sie? Der Nachrichtendienst hat uns bestätigt, dass eine Gruppe von etwa 80 Guerillas ein Bergdorf eingenommen hat. Oh, 80 gegen einen. Kein Problem. Der Thunderblast ist übrigens auch mit einem Selbstzerstörungssystem ausgerüstet. Unglücklicherweise muss man im Umkreis einer Meile sein, um es auslösen zu können. Wenn Sie der Meinung sind, dass es die Situation erfordert, zerstören Sie ihn. Es wäre uns allerdings lieber, wenn du ihn zurückbringst. Sie haben genau 24 Stunden, um sich das durchzulesen, McBain. Lesen? Ich kann's kaum hochheben. Hey, sag mal, McBain, war sie denn das wirklich wert? Ja, das war sie. Nicht wahr sein. Ist das ein heißes Baby? Wundervoll. Na los, mach schon. Du sollst dich bewegen. Wirf ihn an. Finden Sie irgendetwas lustig, Captain Shepard? Ja. Ihr Gesicht. Lerne Respekt, du Weibstück, oder dein Gesicht wird mich belustigen. Ich hab dir gesagt, wenn du mich noch einmal anfasst. Mich vorzustellen. Generalissimo Maximiliano Brogado, Führer der Volksbefreiungsarmee. Nie davon gehört. Aber das werden die, meine Liebe, früher als sie denken. Das verspreche ich Ihnen. Ihre Maschine hat anscheinend eine sehr unangenehme Angewohnheit. Genau wie eine schöne Frau, die sagt, du kannst mich ansehen, aber fass mich nicht an. Vielleicht sollten Sie sie erst zum Essen einladen. Haben Sie noch irgendwas Amüsantes, Captain? Und nun, meine Herren, werden Sie uns erklären, wie man den Verteidigungsmechanismus dieser Maschine abstellt. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Entweder Sie reden oder Sie sterben. Dann bringen Sie mich um. Pantaro? Nein! Er weiß überhaupt nichts. Ich bin die Einzige mit qualifizierter Ausbildung, die noch da ist. Sie? Lassen Sie ihn leben und ich zeige es Ihnen. Nur bringen Sie niemanden mehr um. Ah!
wirst du sterben müssen. Ihre Leute haben den einzigen Mann getötet, der die richtigen Codes kannte. Ich verachte Frauen wie Sie. Bist du sicher, dass es hier ist? Komm her. Ich bin bei nichts mehr sicher. Er hatte wohl keine Lust mehr im Leben, hm? Wie traurig. Abschauen. Setz dich anständig hin! Hey! Halt dein Maul! Du bist tot, du Bastard. Du weißt es nur noch nicht. Willkommen in unserer Kirche. Oder was davon übrig geblieben ist. Wie lange sind Sie schon hier? Ich weiß nicht. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. So ungefähr 6 Wochen, Pater. Glaube ich zumindest. Genau, was wir brauchen. Ein Bibelprediger und ein paar Nonnen. Na, kommst du klar? Dreirad vorne ist leichter. Meinst du, du kannst das Untier steuern? Schon möglich, falls ich überhaupt rankomme. Wir sind bald da. Wie wollt ihr mich eigentlich absetzen? Wieso absetzen? Abwerfen! Abwerfen? Aber ich bin nicht mehr gesprungen. Keine Angst, sowas verlernt man nicht. Übrigens, da unten gibt's nichts außer Kakteen. Hm. Kakteen? Thank you.
Captain Shepard. Würden Sie bitte mitkommen? Wozu? Das wirst du schon sehen. Ich transportiere Ihre Maschine an einen sicheren Ort, wo sie von unseren Freunden inspiziert wird. Sie dürfen mitkommen. Mit mir. Auf keinen Fall. Sie wird nicht gehen. Sie hat keine Wahl. Bitte, Colonel, die Leute hier sind krank und haben Hunger. In Gottes Namen seien Sie gnädig. Es ist Ihr Gott und nicht meiner. Los, beweg dich! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wir übergeben dir, o Herr, die Seele dieses tapferen Mannes, der gehandelt hat, ohne auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, der sein Leben geben musste wegen der Unwissenheit. Verdammt! Was für ein beschissener Auftrag! Hey! Was machst du hier? Beweg dich, komm rüber! Ole! Wo kommt der denn her? Aus dem Busch? Na, ein Kumpel, ich hab mich verlaufen und... Den. Toten auf den Wagen! Beweg dich! Was hast du hier zu suchen? Hier, seht mal. Kostet eine Menge Mäuse, hm? Mäuse? Wodka, Kaviar, mit besten Empfehlungen unserer Freunde. Das hätte ich mir denken können. Sie wollen Thunderblast zu den Russen bringen. Bitte, Captain, trinken Sie. Man soll sich das Leben nicht so schwer machen. Ich glaube, dass wir uns arrangieren könnten. Ich würde mich niemals mit Abschaum, wie Sie es sind, einlassen. Sie haben immer noch nicht gelernt, Respekt zu zeigen. Respekt? Vor Ihnen? Dass ich nicht lache. In meinem Land haben Frauen nicht das Recht. Ich weiß, in Ihrem Land werden Frauen wie Kamele behandelt. Sie schicken ja sogar ihre Kinder in den Tod im Namen ihres sogenannten Gottes. Aber glauben Sie mir, das beeindruckt niemanden. Blasphemie! Doch zu, mal sehen, was du drauf hast. Ich mag es, wenn eine Frau kämpft. Das lässt einen den Gewinn erst so richtig auskosten. Du wirst mir gehorchen. Zieh dich jetzt aus. Hast du verstanden? Fick doch dein Kamel. Gott stehe ihr bei. Du wirst lernen, Respekt vor mir zu haben, du Hure! Nein! Du sollst mir gehorchen! Lass deine dreckigen Finger von mir! Nein! Ha, 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 ha.
Ich bin Sergeant Armano. Dürfte ich Sie vielleicht kugelsicher nennen, Capitano? Sag mir das Codewort und du kannst mich nennen, wie du willst. Thunderblast. Sind Sie mein Kontaktmann? Ja, Sir. Und ich bin stolz darauf, Ihnen helfen zu dürfen. Sind Sie allein? Na los, gib das her, aber ein bisschen schnell. Er ist ein Einheimischer aus dem Dorf. Er ist den Kommunisten entkommen. Er wird uns helfen. Soll ich Ihre Tasche tragen, Senior? Nein, das mache ich schon. Wir bringen Sie jetzt zum Dorf. Aber wir müssen äußerst vorsichtig sein. Die Kommunisten sind überall. Gehen wir, mein Freund. Lauf schon! Hier, halt mal. Setz dich hin. Gehen wir. Gavin. Ich bin okay. Dieser Bastard. Mich nur irgendwie losmachen könnte, dann könnte ich hier rüber und sie ablenken. Ja, und vielleicht kämst du dann an den Thunderblast dran. Das ist Selbstmord. Außerdem weiß ich nicht mal, ob ich das Ding fahren kann. Wir müssen aber irgendwas unternehmen. Wir können hier nicht rumsitzen und darauf warten, dass sie uns umbringen. Verdammt! Wo ist Camillo? Camillo! Camillo! Verdammt, wo kann er bloß hin sein? Ich habe ein schlechtes Gefühl, Senor. Ich glaube, Sie wissen, dass wir kommen. Dann wollen wir Sie mal nicht enttäuschen. Los, steht auf, ihr Schweine! Es ist mir äußerst unangenehm, Ihnen mitzuteilen, dass Sie mich morgen begleiten werden, und zwar nach Penasco. Selbstverständlich mit dem Sander. Ich kann es kaum erwarten. Und was ist mit den anderen? Sie werden hierbleiben und vor Gericht gestellt. Als Spion. Colonel, mein Sohn Camillo ist mit sehr interessanten Neuigkeiten zurückgekehrt. Ja, Camillo? Ein Yankee kommt hierher. Er hat einen merkwürdigen Namen. Sie nennen ihn Kapitän Kugelsicher. McBain? Sie kennen diesen Mann? Na, und wenn schon. Nur ein Narr würde sich hierher wagen. Keine Sorge, es ist nur ein Mann. Der Mann, dem du besser nicht begegnest. Pantaro? Alle meine Offiziere haben sich in 5 Minuten in meinem Quartier einzufinden. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Los, Männer, Beeilung! Wir werden sehen, wie kugelsicher Ihr Freund wirklich ist. Das wird nicht gerade ein Spaziergang. Und was machen wir jetzt? Es dürfte leichter sein,
wenn ich allein reingehe. Wenn das Feuerwerk losgeht, rennst du den Pfad runter. Und ich hol dich dann bei der Kirche ab. Vaya con Dios, amigo. Danke. Sagen Sie mir die Wahrheit, Sergeant. War das alles ein verdammter Plan? Befehle. Das ist wirklich großartig. Und wir sind dabei nur Staffage. Richtig. Bin ich der Köder? Ist doch klar. So haben Sie also McBain dazu gekriegt. Wer ist dieser McBain? Der Mann, den ich einmal geliebt habe. Also, du hast sie wirklich rumgekriegt. Naja, erst wollte sie nicht so recht glauben. Dann? Ja, dann habe ich ein bisschen nachgeholfen. Du bist doch ein echter Mistkerl. Und, wie war's? Was? Das ist also der niederträchtige Captain Kugelsicher. Ja. Und wer bist du, Rotkäppchen? Colonel Adarkatif. Und jetzt? Mach eine Fliege, Colonel Rotkäppchen, oder ich befördere euch alle ins Reich von Montezuma. Haut ab, sofort! Wir haben ihn also überwältigt. Du Narr, wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte er uns alle zur La geschickt. General! General! Sehen Sie sich das an! Wir haben drei unserer Männer gefunden, tot! Wir haben den Freund vom Yankee gefangen. Ein mexikanisches Föderalistenschwein. Du hast drei meiner besten Männer getötet. Du solltest was gegen deinen Sprachfehler tun. Aber wahrscheinlich bist du sogar dazu zu blöd, Hampelmann. Hm? Hörst du? Er hat versucht, uns und unsere Sachen zu verraten, die des Föderalisten schmeißen. Dafür muss er deine gerechte Strafe erfahren. Ah! Du verdammter Hurensohn! Ah! Wie steht es jetzt mit meinem Sprachfehler? Sehen wir mal so, wie kugelsicher du bist. McBain, ich... Machst du dir etwa Sorgen um mich? Bestimmt nicht. Ich dachte, du hättest mich verwunden. Glaub mir, das habe ich. Musik
Die Green Berets, Delta Force, deine Verstärkung. Die hocken zu Hause vorm Fernseher. Du weißt doch, ich bin ein Ein-Mann-Selbstmordgeschwader. Warte einen Moment, Pataro. Dieser McBain scheint also doch noch die Frau in ihnen zum Leben zu erwecken. Ich will nicht, dass sie ihn töten. Vielleicht könnten wir deine Hinrichtung verschieben. Falls sie uns doch noch dabei helfen sollten, den Thunderblast in Bewegung zu setzen. Ich werde darüber nachdenken, wenn sie ihn losbinden. Oh nein. Ich fürchte, Captain McBain muss dort bleiben, wo er ist. Und nun, kommen Sie mit, bitte. Das Anti-Einlass-System ist jetzt deaktiviert. Wollen Sie ihn sich nicht ansehen? Wo du hingehst, ha? Haltet ihn fest! Wenn er sich wehrt, dann knallt ihn einfach ab! Verdammter Dreckskerl! Erschill! Sag das noch mal! Ich werde glücklich sein, ihn abzuknallen! Lass mich Bein! Warum funktioniert er nicht? Vielleicht brauchen Sie die Zugangscodes. Kennen die die Codes? Wie lauten sie? Ich will zuerst mit McBain sprechen. Du hast eine Minute. Irgendeine Idee? Nur eine sehr verwegene. Aha. Eine sentimentale Frau. Jemandem zusammen? Halt die Klappe und sieh dir das an. Oh, wow. Ich werde sie in sich nun fallen lassen. Was willst du damit erreichen? Entweder sie wird dich in Stücke reißen oder sie hilft dir hier raus. Hört sich amüsant an. Viel Glück, Frank. Danke. Eine Schwäche für Frauen. Wir haben seine Spur unten am Fluss verloren. Er ist verschwunden. In dieser Wüste kann er nicht lange überleben. Deine Männer können es. Oder etwa nicht? Na los, sichert das Gelände ab!
Bewegt euch! Irgendwelche Befehle, Colonel? Hol die Frau her. Wir fahren ab, und zwar sofort. Schöner Mist, in den ich uns gebracht habe. Devon? Pass auf. Hier, bitte. Bleib auf der richtigen Seite, Soldat. Wir sind ungefähr 40 Kilometer westlich von Ihrer Position. Wir werden den See in 2 Stunden erreichen. Unser Frachter hat an der Küste Anker geworfen. Mein Befehlsstand und ich werden dort sein. Passima. Do svidani. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Buenos días. Gar kein schlechtes Team. Hm? Es ist okay. Pass auf! Still.
Diese Kugelsicher-Aktion wird allmählich ein bisschen langweilig. Es ist nur eine kleine. Sammelst du sie immer noch? Ja. Das ist Nummer 39. Ein einsamer Weltrekord. Ich gratuliere. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir haben keine Zeit für unnütze Prozesse. Brennt die Kirche einfach nieder. Mit Vergnügen, Generalissimo. Überall Zahlen und Buchstaben. Was soll das? Ich kann die Zugangscodes nicht knacken. Wir müssen herausfinden, wie die Waffensysteme aktiviert werden. Lass mich nachdenken. Bozo moi. Genosse Kartiv. Irgendjemand muss ihn aufhalten. Wen, Kartiv? Den Amerikaner, den er kugelsicher genannt wird. McBain? Ja, er hat uns angegriffen. Er hat den Panzer gestohlen. Oh, Kartiv. Du lässt dir von einem einzelnen Mann den Prototypen stehlen? Du bist ein jämmerlicher Narr. Macht euch fertig zum Abmarsch, Männer. Wir werden ihn uns zurückholen. Jawohl, Herr Major. Beeilt euch! Verdammt! Weißt du, welche davon die Raketen aktivieren? Versuch's mit der dritten Reihe, die weißen Schalter da oben. Hör auf, stell's ab! Und was jetzt? Versuch's mit der vierten Reihe. Oh. Übrigens, wie hält man die Kiste wieder an? Du bist doch das Mechaniker-Genie. Find es raus. Ja, da vorne auch. Über den ganzen Eingang. Generalissimo. Hätten Sie ein Streichholz? Aber selbstverständlich. Das nicht doch immer. Das ist Benzin. Werden wir uns etwa bei lebendigem Leib braten? General! General! Sehen Sie doch! Sehen Sie da! Sehen Sie doch! Es ist der Thunderblast! Der Yankee. Los, Männer, alle Mann in Stellung. Der Yankee kommt zurück. Mach schon, los, los. Alles in Deckung, der Thunderblast kommt. Weiter!
Jetzt oder nie. Los, raus mit euch! Na los, Männer, macht schon, macht schon! Achtung! Was unser Baby so drauf hat. Okay. Ich habe dich. Amerikanisches White. Unser Freund, der General. Ich schalte mal auf Infrarot. Da ist er ja. Was zum Teufel war das?
das ist eine russische MI-24. Verdammt, Mist. Zerstör seine Sensoreneinheit! Ausgezeichnet! Jetzt können wir runtergehen. Verdammt, nichts wie raus aus dieser Mausefalle. Nein, warte. Oh, wir haben Energie. Warum nicht ganz so? Geh auf Handsteuerung. Von mir aus okay. Zielcomputer ist hin. Die Hydraulik fürs Haupttor geht auch nicht mehr. Nur mit der Ruhe. Ich habe schon eine Idee. Schnappen wir uns den Bastard. Guter Schuss, McBain. Ich werde jetzt die Gefangenen holen. Bin gleich wieder zurück. Okay? Okay. Komm mal her, ich mache euch fertig. Aus dem Panzer raus! Oder ich jag dich in die Luft! Du sollst da rauskommen, sofort! Ich bin sehr erfreut, Sie hier zu sehen, Captain. Sie erweisen meinem Land einen großen Dienst. Komm her, gib es mir. Jetzt ruf deinen Freund. Na los, ruf ihn. McBain! McBain, weißt du noch, wer ich bin?
das vergessen. Du bekommst das Mädchen und ich den Panzer. Nein! Bring ihn um, McBain! Sind wir im Geschäft? Es gibt da nur ein Problem. Ein Problem? Und wo liegt das Problem? Du lügst. Was hältst du davon, wenn ich dich nach Hause fahre? Irgendwas aus Mexiko dabei? Nein, Mann, wir fahren nur so rum. Ja, Mann, wir sind sauber, Mann. Danke, Mann. Schönen Tag noch. Haben Sie irgendwas aus Mexiko dabei? Ja. Es ist direkt hinter mir.